Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal meinen aktuellen Bildbearbeitungsworkflow zeigen. Und zwar werden wir NGC 2170 bearbeiten. Ich blende euch hier mal ein Bild von Wikipedia ein. Der Grund, warum ich jetzt nicht mein eigenes Bild hier zeige, liegt einfach daran, dass ich das Bild noch nicht bearbeitet habe. Das heißt, ich möchte jetzt hier mit diesem Video tatsächlich mit euch gemeinsam das Bild bearbeiten. Also wirklich Schritt für Schritt, so wie jetzt eben aktuell mein so Standard-Workflow ist, den ich eben so generell bei allen meinen aktuellen Bildern anwende. Ja, damit ihr jetzt hier dann auch gleich richtig mitarbeiten könnt, bitte ich euch kostenlos meine ganzen Einzelframes als Download an. Ja, die Mutigen unter euch, die können das Bild gleich mal im Vorhinein bearbeiten und dann im Nachhinein nochmal dieses Videotutorial ansehen und dann eben die Ergebnisse miteinander vergleichen. Ja, könnt ihr es gerne mal probieren, also zuerst direkt bearbeiten und dann nochmal mit diesem Tutorial. Ja, im Download-Ordner findet ihr da so eine Lizenz.txt-Datei. Da findet ihr die Lizenz oder die Nutzungsbestimmungen von diesen Bilddaten. Da würde ich euch natürlich bitten, dass ihr die auch entsprechend einhaltet. Ihr dürft natürlich euer Ergebnis dann auch in den Social-Media-Netzwerken posten, aber dann eben bitte mit Link zu diesem Video beziehungsweise der Hinweis, dass eben die Daten von mir sind. Ja, eine Sache noch, bevor es jetzt hier gleich mit diesem Tutorial losgeht. Wenn ihr euch etwas vom Astroshop bestellen möchtet in nächster Zeit, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über einen sogenannten Affiliate-Link machen würdet. Und zwar packe ich euch unten in der Videobeschreibung einen Link hinein. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zum Astroshop. Und wenn ihr euch dann etwas bestellt, bekomme ich eben direkt eine Provision. Und das Wichtigste natürlich, für euch wird der Preis nicht teurer, also ihr zahlt genau denselben Preis am Cent gleich, wie wenn ihr halt über die normale Astroshop-Seite da drauf geht. Aber ihr könnt eben dann dadurch direkt mich bzw. diesen YouTube-Kanal unterstützen. Ja, und solche Links und also solche Partnerlinks finde ich eigentlich generell ideal, weil es ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation. Es hat niemand einen Nachteil und ja, es ist halt toll, weil halt der Astroshop so etwas anbietet. So, jetzt reden wir nicht mehr lange drum rum. Los geht's mit diesem Tutorial. Ja, welche Software werden wir hier heute verwenden in diesem Tutorial? Und zwar stacken werden wir das Ganze mit dem AstroPixel Prozessor. Aktuell liegt jetzt hier die Version in der 2.00 Beta 14 vor. Es soll wohl dann demnächst einmal die finale Version herauskommen. Ja, anschließend geht es dann weiter in PixInsight und zum Schluss dann noch in Photoshop den Feinschliff. Ja, wenn ihr jetzt das Stacken schon Interesse habt, dann könnt ihr im Prinzip das gleiche überspringen. Ich werde unten so Videomarker machen, beziehungsweise so Inhaltsverzeichnis und dann könnt ihr gleich zum nächsten Teil springen, das dann eben für euch relevant ist. Ja, wenn ihr jetzt den AstroPixel Prozessor nicht habt, dann natürlich kein Problem. Dann stackt ihr einfach die Bilder mit eurer anderen Software. Es ist im Grunde völlig egal, mit welcher Software ihr die Bilder stackt. Also ihr könnt natürlich auch direkt mit PixInsight stacken, aber genauso gut wird das Ganze auch mit jeder anderen Software funktionieren. Ich zeige es euch jetzt eben hier einfach mal so, wie eben ich das aktuell jetzt hier im Frühling 2023 selber mache. So, ich habe jetzt hier den AstroPixel Prozessor schon mal geöffnet. Ich habe hier noch nichts herumgestellt, sondern es ist genau so, wie quasi die Standardeinstellungen nach dem Starten sind. Ja, die Daten liegen bei mir in einer Session vor, also ich habe da nicht über mehrere Nächte mit verschiedenen Flats gearbeitet, deshalb können wir hier das Häkchen weggeben. Also es ist keine Multisession, sondern es ist eine Session.
Aber wir haben die Monokamera hier, das heißt, ich habe Rot, Grün, Blau und den Luminanzfilter. Deshalb lasst mir jetzt hier das Häkchen beim Multisession. Für all diejenigen, die eine One-Shot-Farbkamera haben, werde ich dann auch an entsprechenden Stellen immer dazu sagen, was dann quasi für die Leute wegfällt und was eben dann speziell jetzt hier mit meinen Daten, die ja mit einer Monokamera entstanden ist, eben gemacht werden muss. Ja, dann laden wir sich hier mit dem Button Light gleich mal die ganzen Light-Frames herein. Ich habe die jetzt hier drinnen in den Ordner NGC 2170. So. Ja, ihr seht schon, Rot, Grün, Blau, Luminanzfilter habe ich hier die Bilder jeweils drinnen und ich habe auch mal ein Frame mit dem O3-Filter gemacht. Ich kann aber an dieser Stelle gleich mal dazu sagen, das ist tatsächlich ein klassischer Reflexionsnebel, also es macht keinen Sinn, da irgendwie mit Schmalbandfiltern drauf zu halten. Deshalb, ja, also die O3-Daten werden wir jetzt hier nicht verwenden und die werde ich dann auch nicht hochladen. So, laden wir sich gleich mal die Bilder hier vom blauen Filter herein. Ihr seht, die ganzen Bilder habe ich hier 120 Sekunden belichtet mit Gain 56, Offset 20. So, mit Ctrl und A können wir sich hier alle markieren, auf Öffnen. Dann sagen wir, das sind jetzt hier die blauen Filter. So, dann laden wir sich die nächsten herein, gehen wir hier auf Green. Ctrl A. Öffnen, hier dann die grünen, nächsten, dann gehen wir hier auf Luminant, wieder Ctrl A, öffnen, Luminant, Light und dann noch die roten Filter, Ctrl A, öffnen, Red. So, jetzt haben wir sich hier mal alle Lights reingeladen. Das sind jetzt hier 292. So, als nächstes laden wir sich dann die entsprechenden Flats rein. Also hier auf den Flat-Button klicken. Die habe ich ja hier herinnen, die Flats. Hier wieder Blue. Alle markieren. Blau. Flat. Green. Dann Luminant. Und zu guter Letzt noch Red. So, damit habe ich jetzt RGB und Luminant, jeweils 25 Flats hereingeladen sind, also 100 Stück. So, die Flats habe ich jetzt hier aber in dem Fall allesamt mit Gain 0 aufgenommen und deshalb müssen wir jetzt natürlich auch diese Flats kalibrieren mit sogenannten Dark Flats, die ebenfalls mit Gain 0 aufgenommen wurden. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Dark Flats her, gehe jetzt hier in meinen Bibliothek-Ordner, hier habe ich meine Dark Flats erinnern, hier wieder vom blauen Filter. Das sind im Prinzip jetzt hier eben einfach nur Dunkelbilder, also quasi schwarze Bilder, da geht es halt nur um das BIOS-Signal, dass eben das richtig abgezogen wird, dass das Ganze dann nicht später irgendwie über- oder unterkorrigiert. So, hier Blue. Dann vom Grünen. Green. Luminant. Und Red. So, jetzt habe ich hier ebenfalls 100 Dark Flats drinnen. Ja, und damit wir jetzt auch die Lights noch richtig vom BIOS-Signal befreien können, brauchen wir entweder Darks oder BIOS Frames. In dem Fall verwende ich schon seit Monaten immer nur noch BIOS Frames. Darks sind eigentlich gar nicht notwendig bei den neueren Kamerasensoren. Und zwar habe ich hier auch schon ein also ganz viele BIOS Frames, ich glaube das waren um die 1000 Stück, habe ich schon mal in einem Master BIOS Frame verrechnet und das habe ich jetzt eben hier erinnern. Ihr seht jetzt hier BIOS mit Gain 56 und das ist jetzt eben hier mein Master BIOS. So, öffnen wir das Ganze hier mal
Und jetzt ist aber noch wichtig, und zwar habe ich nur den roten, grünen und blauen Filter mit Gen 56 aufgenommen und die Luminanzbilder habe ich mit Gen 0 aufgenommen. Das heißt, kalibriert werden jetzt hier mit Gen 56 nur diese drei Filter. Okay. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal auf Master Bias und lade jetzt hier noch ein Master Bias mit Gen 0 herein. Und hier wähle ich dann noch Luminanz aus. So, und wenn man sich jetzt hier die ganze Liste mal anschauen, dann seht ihr jetzt, hier haben wir eben die Light Frames mit Gen 56 in Blau, dann kommen hier die Grünen, hier dann die Luminanzbilder mit Gen 0 und 150 Sekunden Belichtungszeit. So, dann hier noch die Roten mit Gen 56. Hier dann die entsprechenden Flat und die Dark Flat und zum Schluss dann noch die beiden Master Bias Frames. So, ich kann hier auch mal ein Bild öffnen, nur damit ihr auch mal irgendein Bild hier seht. Ja, damit haben wir jetzt hier mal alles hereingeladen. Ihr könnt das Ganze hier nochmal überprüfen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Daten von einer One-Shot-Farbkamera reingeladen habt, dann müsst ihr hier beim Reiter 0 noch ein Häkchen setzen bei CFA, damit eben das Ganze dann auch noch debayert wird. Das brauchen wir jetzt aber hier nicht machen, sondern wir können jetzt hier direkt auf den Reiter 6 hier springen, Integrate. Und alles, was ich hier noch mache, ist bei LNC Degrees hier auf 1 zu gehen und Enable MBB stelle ich meistens hier auf 3%. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier noch die Outlier Rejection Map generieren. So, und jetzt wird es hier ein bisschen knapp mit meinem Videobild hier. Ich schiebe mir das jetzt hier mal herüber. Ja, und dann könnt ihr eben jetzt hier noch das Verzeichnis hier angeben, wo eben die Bilder gespeichert werden sollen, sagen wir hier mal in den Ordner NGC 2170, also Ordner auswählen und dann klicken wir hier auf Integrate und das Ganze läuft eben dann je nach Rechnerleistung eine halbe Stunde oder auch länger als eine Stunde. So, und wenn das Ganze dann durchgelaufen ist, dann sehen wir sich gleich wieder. Ja, damit wäre jetzt hier das Ganze mal durchgelaufen und ihr seht jetzt hier schon mal den Rohsummenstack vom blauen Filter. Hier haben wir den vom grünen Filter, hier vom Rotfilter und hier dann noch vom Luminanzfilter. So, und im Prinzip können wir ja die hier alle mal auf Remove hier gehen. Bei euch ist natürlich jetzt hier die Liste noch länger, aber ich habe jetzt das Video mal vorher kurz unterbrochen und habe mir jetzt die Rohsummenstacks im Nachhinein nochmal reingeladen, nur damit ihr jetzt hier an dieser Stelle nicht verwirrt seid. So, als nächstes werden wir jetzt hier die RGB-Aufnahmen miteinander kombinieren und dafür gehen wir jetzt hier auf Tools, fahren hier ein bisschen runter und sagen Combine RGB. So, und dann ist jetzt hier wichtig, dass wir hier auf RGB einstellen, also nicht LRGB oder so irgendwas, sondern RGB 1. Wir wollen halt nur die Rot-Grün-Blau Filter übereinander legen und die Luminanz aber nicht. So, dann gehen wir hier auf Add Channel und wählen uns eben hier Rot-Grün-Blau aus, also RGB. Gehen wir hier auf Öffnen. Dann fragt uns jetzt hier nochmal, der blaue Filter ist auch diese Datei, das passt. Grüner Filter, grüne Datei, passt auch. Roter Filter, rote Datei, passt. So, das heißt, diese drei Bilder werden hier jetzt hier ganz klassisch quasi miteinander verrechnet. Also der blaue Filter eben zu 100% blau, der grüne Filter zu 100% grün und der rote zu 100% bei rot. Und Luminanz haben wir jetzt hier eben nicht. Dann gehen wir hier mal auf Recalculate. Wir können jetzt hier auch noch ein Häkchen bei Saturation machen, dann sieht man halt die Farben ein bisschen intensiver und dann passt es so schon. Also mehr machen wir jetzt hier gar nicht. So, dann gehen wir jetzt hier auf Save. So, hier könnt ihr dann eben noch einen Filename vergeben, das passt so. Fit ist eh immer ausgewählt und wichtig noch 32-Bit Float, das ist auch standardmäßig ausgewählt. Hier einmal auf OK klicken und das war's. So, das Kombinieren von diesen RGB-Bildern, das ist jetzt eigentlich der einzige Schritt gewesen, der eben zusätzlich gemacht werden muss, wenn man eine Monokamera verwendet. Also wenn ihr jetzt eine Farbkamera verwendet, dann natürlich braucht ihr das nicht machen. Aber ihr habt es, glaube ich, gemerkt, das ist so ziemlich
der geringste Aufwand von dem Ganzen. Und das Kombinieren geht eigentlich auch so mit ziemlich jeder Software. Also dafür braucht man jetzt keinen AstroPixel-Prozessor, sondern das geht, glaube ich, mit ziemlich jeder. So, hier dann auf Cancel klicken, dann sehen wir jetzt hier heraus. Hier liegt jetzt auch das Bild schon, können wir es nochmal öffnen. Und hier haben wir dann unsere RGB-Aufnahme. So, im nächsten Schritt werden wir jetzt dann die Bilder vom Gradienten befreien und damit geht es jetzt dann gleich weiter. So, im nächsten Schritt befreien wir jetzt die Bilder vom Gradienten und ja, also entweder ihr verwendet hier das Remove Light Pollution, das funktioniert tadellos. Ich möchte euch aber jetzt hier mal ein anderes Tool zeigen, das kostenlos ist, und zwar das, die Software Grexpert. Die hat im Prinzip den einen Vorteil, wenn man halt jetzt sehr viele Aufnahmen hat, dann reicht es im Prinzip, wenn man diese Samples nur einmal setzt. Und dann quasi kann man da alle Bilder hintereinander durchjagen und das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier das Grexpert in der Version RC6 1.0.5. Nur falls vielleicht das Video ein bisschen später seht und die Version schon nicht mehr aktuell ist, kann es natürlich sein, dass da bestimmte Dinge schon anders sind. So, mit Bild laden können wir sich jetzt hier ein Bild hereinladen und ich würde vorschlagen, dass ihr immer zuerst die Luminanz hereinlädt. Also das Bild mit den feinsten Details in den dunklen Bereichen. Und den Grund dafür werde ich euch jetzt hier dann gleich zeigen. Ich öffne jetzt hier das Bild einmal. So, bei der Stretching-Option können wir hier eben einstellen, wie stark das gestreckt werden soll. Hier würde ich immer aufs Maximale strecken. Und bei Erweitert könnt ihr jetzt hier noch die Samplegröße einstellen. Gehen wir vielleicht hier mal auf 15. Ja, hier könnt ihr dann noch die Farbe einstellen. Das müsste so passen. So, und jetzt sieht es ja hier ziemlich dunkel aus. Und da sieht man jetzt hier eigentlich auch nicht mehr so genau, wo genau quasi Hintergrund ist und wo vielleicht schon ein bisschen Struktur vorhanden ist, also quasi der Nebel vorhanden ist. Und ich setze jetzt einfach hier mal auf gut Glück einen Sample und dann würde ich vielleicht auch mal sagen, setzen wir hier einen Sample. Hier herunten sieht es auch noch so aus, als wäre hier nicht so viel Staub vorhanden. So, und dann gehen wir jetzt hier mal auf Hintergrund berechnen. Und die Berechnungsmethode ist bei mir immer RBF. So, ich würde jetzt trotzdem auch mal da oben einen setzen. Gehen wir wieder auf Hintergrund berechnen. So, jetzt sieht es natürlich gleich komplett anders aus. Aber jetzt sehen wir zumindest mal ein bisschen was. Wo befindet sich jetzt hier noch Staub und wo ist schon Hintergrund? So, mit der rechten Maustaste können wir die Samples wieder löschen. Und wenn wir mit der linken draufdrücken, können wir es verschieben. Also der da oben, glaube ich, den werden wir ganz da rausziehen. Der passt eh ganz gut soweit. Hier den, ja, hier würde ich mal sagen, ist es fast noch ein bisschen dunkler. Den schieben wir sich hier hin. So, den hier, dann hier vielleicht noch einen, hier würde ich noch einen setzen. So, und dann nochmal berechnen. Ja, und so müsst ihr euch eben dann hier durcharbeiten, bis ihr quasi sagt, okay, jetzt sieht es so halbwegs glaubwürdig aus. Wichtig ist halt, dass man jetzt nicht hier zum Beispiel einen reinsetzt. Ich mache es jetzt hier mal nur, weil dann wird man halt diese Nebeldetails komplett killen. Also ihr seht, was hier passiert. Also wieder weg. So, und jetzt können wir da oben mal den Background, also den Hintergrund anschauen, was er uns quasi abzieht. Ja, und das sieht für mich jetzt halbwegs glaubwürdig aus. Also hier haben wir einen schönen gleichmäßigen Gradienten, einen Verlauf drinnen von links oben nach rechts unten. Das sieht in jedem Fall ganz gut aus soweit. So, dann speichern wir sich hier das Bild einmal, Bild speichern. Ja, und entweder lasst es so mit Underline Grexpert oder ich mache es jetzt meistens immer so, dass ich GE schreibe für Gradient entfernt und dann hier einfach mal speichere. So, und vorhin habe ich ja gesagt, nehmt zunächst einmal die Luminanzlinie und dann lädt ihr euch die RGB herein. Und zwar habe ich das deshalb gesagt,
Weil hier bei RGB sieht man halt nicht so gut, wo quasi Hintergrund ist und wo kein Hintergrund mehr ist. Und hier merkt sich aber Grexpert, und das ist nämlich jetzt der Vorteil von Grexpert, diese ganzen Samples. Und jetzt brauchen wir hier einfach wieder nur Hintergrund berechnen klicken. Und zack, haben wir auch das hier vom Gradienten befreit. Ja, solange man jetzt nur RGB und Luminanzaufnahmen hat, geht es eigentlich noch, kann man es auch natürlich im Astropixel-Prozessor machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch noch H-Alpha, O3 und S2 hat, also nochmal die drei Schmalbandlinien, dann macht es halt schon durchaus Sinn, weil dann hat man quasi insgesamt 5 Bilder, also 5 Rohsummen-Stacks. Dann kalibriert man oder setzt man halt die Samples beim Luminanz und dann quasi zieht man das Ganze durch alle anderen 4 Aufnahmen noch durch und speichert das Ganze wieder und man hat gleich direkt alle 4 Aufnahmen vom Gradienten befreit. So, damit sind jetzt hier die beiden Bilder vom Gradienten befreit und wir gehen jetzt rüber zu PixInsight. So, mit einem Doppelklick auf den PI-Desktop können wir sich jetzt hier diese beiden Bilder öffnen, also Luminanz und die RGB-Aufnahme, jeweils vom Gradienten befreit. So, schauen wir sich hier mal die RGB-Aufnahme an. Hier oben mit der STF könnt ihr euch das Ganze mal stretchen. So, und mit diesem Button hier kann man das Ganze noch ein bisschen größer machen. So, und dann ziehen wir sich das jetzt hier mal so schön in die Mitte. So, und im ersten Schritt werden wir jetzt das Ganze mal farbkalibrieren. Und dazu müssen wir jetzt zunächst einmal das Bild Plate Solven. Das geht mit dem Skript, dann Image Analysis und Image Solver. So, dann klicken wir jetzt hier auf Search und sagen, das ist NGC 2170. So, dann hat er jetzt hier auch schon was gefunden. Hier NGC 2170. Damit werden jetzt hier die Koordinaten eingetragen. Dann geben wir jetzt hier noch den Aufnahmezeitpunkt ein. Das war irgendwann mal jetzt im März. Sagen wir einfach mal 5. März 23. Uhrzeit ist im Prinzip völlig unrelevant, weil wir haben da sowieso über mehrere Wochen und Monate eigentlich aufgenommen. So, die Fokaldistanz, ich habe das Ganze mit meinem 1000 mm 10 Zoll Newton aufgenommen und mit der QY268 Monokamera, die ja 3,76 Mikrometer Pixel hat. Hier noch wichtig, ein Häkchen bei Distortion Correction und dann hier auf OK. So, wenn das Ganze hier so ausschaut, dann ist das Ganze auch richtig astrometriert worden. Anschließend eröffnen wir das SPCC, also das Spectrophotometric Color Calibration. Ja, und ich habe jetzt hier schon alles voreingestellt, hier bei diesen Icons hier, die ich hier abgelegt habe. Ja, wie das Ganze funktioniert, da verlinke ich euch unten eine Playlist mit meinen ganzen PixInsight Tutorials. Das finde ich nämlich doch sehr praktisch, wenn man sich hier solche Icons mit den Voreinstellungen schon ablegt. Dann braucht man eben das nicht immer wieder von neuem auswählen. Also meine Kamera hatte den IMX 571 Sensor. Filter habe ich beim Rotfilter den Antlia genommen, ebenso beim Grünfilter halt den grünen Antlia, beim blauen auch den Antlia. So, dann das Background Neutralization. Man könnte jetzt hier eben auch eine ROI hier angeben, das heißt hier zum Beispiel einen Hintergrund markieren. Das habe ich mal zu Beginn, als ich mit der Software mich vertraut gemacht habe, auch bei mehreren Bildern getestet, bestimmt bei 5 oder 7, 8 Aufnahmen. Und wenn das SPCC quasi das Ganze global nimmt, fand ich halt irgendwie die Farben schöner und realistischer, als wenn man jetzt hier nur so von so einem Kästchen das Ganze aufzieht. Das kann aber natürlich auch an meinen Daten liegen, die vielleicht durch den dunklen Himmel und mit der Monokamera irgendwie idealer sind. Am besten ist, wenn ihr das Ganze jetzt mit euren Daten probiert, probiert es einfach mal aus. Also macht das Ganze einfach mal global und dann macht es noch ein ROI quasi und gibt es eben das hier dann rein. So, wir machen das jetzt eben so. Das hier ziehe ich mal rüber und dann wird jetzt hier das Ganze farbkalibriert.
Ja, wenn das Ganze durchgelaufen ist, dann bekommt ihr hier so eine diagonale Linie zu sehen. Die ganzen grünen Pünktchen quasi, das sind so die einzelnen Sterne von unserem Bild. Das kann man dann auch Sternenwolke nennen. Ja, und diese ganzen Sterne sollten sich halt möglichst auf dieser Diagonalen hier befinden. Im Grunde, wenn es jetzt nicht so ist, man kann eh nicht wirklich viel ändern. Ich klicke das meistens gleich direkt weg und gut ist es. So, dann können wir auch das hier schließen. Und jetzt müssen wir die STF hier neu ausführen und somit haben wir jetzt hier unser farbkalibriertes Bild. Ja, sieht eigentlich schon recht schön aus hier von den Farben her. Ja, kann man so lassen. Ja, wenn ihr jetzt hier das Bild irgendwie benennen wollt, könnt ihr das auch hier machen mit einem Doppelklick. Wir können das hier einfach mal RGB nennen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, dass wir das Bild hier mal abspeichern, und zwar unter File, Save As. Und dann speichern wir das Bild mit RGB, Underline GE, also Gradient entfernt, nochmal Underline SPCC. Somit haben wir quasi eine farbkalibrierte RGB-Aufnahme, auf die wir dann auch später immer wieder zurückgreifen können. So, speichern, 32 Bit ist ausgewählt, okay. So, und im nächsten Schritt werden wir jetzt hier den Blur X Terminator drüber laufen lassen. Ja, zwar hier kann man noch einstellen, wie groß die Sterne noch sein sollen am Ende, also wie viele die verkleinert werden sollen. Ja, hier stelle ich meistens so ungefähr 0,3 ein. Ja, die Automatik PSF, das passt so. Ja, und hier könnt ihr dann noch einstellen, wie stark die Deconvolution durchgeführt werden soll bei dem Deep Sky Objekt, bei dem Gasnebel hier quasi. Ja, hier habe ich meistens bei den Galaxien so um die 0,5 eingestellt. Bei solchen Gasnebeln kann man vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen. Ich gehe jetzt hier mal auf 0,7. So, dann ziehen wir sich das hier mal rüber. So, hier das Ergebnis. So, tun wir mal hier mal ein bisschen rein und dann machen wir mal vorher, nachher. Ja, wie man sieht hier beim Hintergrund, verändert sich eigentlich fast gar nichts. Das ist ja immer ganz spannend bei dem Blur X Terminator, wo er quasi wie viel Details noch herausholen kann. Also da habe ich auch den Eindruck oder die Erfahrung bis jetzt gemacht, dass der Blur X Terminator halt nur dort was rausholen kann, wo das Signal zu Rauschverhältnis recht gut ist. Also beim Hintergrund, wo es ja eh schon rauscht, da macht er eigentlich gar nichts. Und ja, hier zum Beispiel, hier merkt man es minimal, dass er noch ein paar feine Details herausholen konnte. Am meisten holt er halt natürlich immer in den Galaxiezentren an Details heraus, weil natürlich dort das Signal-Rauschverhältnis am besten ist, das ist klar, weil es natürlich auch am hellsten ist. Und hier natürlich trifft es nicht ganz so zu. Aber zumindest die Sterne hat er uns hier sauber verkleinert und er machte auch die Sterne, die am Rand vielleicht nur minimal eierförmig sind, weil vielleicht das Teleskop nicht perfekt justiert war, macht er hier auch noch ein bisschen schöner. So, können wir das hier mal schließen. Anschließend werden wir jetzt die Sterne noch vom Hintergrund trennen, und zwar machen wir das mit dem Star X Terminator. Ich habe jetzt hier die AI Version 11. Ihr könnt hier aber auch die Light nehmen, beziehungsweise eben die Elfer nehmen. Also falls eben die Light bei euch drinnen ist, würde ich euch empfehlen, die Elfer zu nehmen und nicht die Light-Version. Und dann ist hier noch wichtig, dass wir eine Sternenmaske erstellen, also hier diese Häkchen setzen. Und ich würde immer hier ein Häkchen bei Large Overlap setzen. So, dann ziehen wir sich das Ganze hier mal herüber. Ja, der Vorteil von dem Large Overlap ist einfach der, dass die Kästchen größer sind. Hier übrigens steht dann auch 50% und ohne diesen Häkchen wären es 20%. Und dadurch wird einfach das sauberer entstehen, also der Hintergrund ist dann einfach sauberer, weil ohne diesen Häkchen kann es eben passieren, gerade wenn viel Staub im Hintergrund ist, dass das dann so mosaikmäßig ein bisschen ausschaut. So, voilà, wir haben das Bild von den Sternen getrennt. Also hier quasi die RGB-Aufnahme Starless. Können wir hier auch noch so beschriften. RGB Starless. Und hier sind dann unsere Sterne. Also können wir hier RGB, der ist schon richtig beschriftet, RGB Stars.
passt, können wir das hier mal hier ablegen. So, und bei dem Bild werden wir das Ganze noch mit dem Noise X Terminator entrauschen. Und zwar würde ich hier bei Details ungefähr so 0,25 wählen und bei die Noise, also quasi wie stark entrauscht werden soll, da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, wie stark rauscht das Bild. In meinem Fall würde ich hier vielleicht mal so auf 0,55 gehen. Aber sollte das noch zu wenig sein, können wir es ja später dann auch nochmal entrauschen. So, dann ziehe ich mir auch das jetzt hier rüber. Eine Sache noch, und zwar, weil ich nämlich letztens von einem Astro-Freund von mir Bilddaten verarbeitet habe aus einer OSC-Kamera und aus einer Großstadt heraus und dadurch nämlich der Hintergrund ziemlich stark gerauscht hat. Das ist nicht bei dem Bild, sondern bei einem anderen Objekt. Und als ich dann den Star X Terminator angewendet habe, waren bei dem Sternebild, also bei dem hier, nicht nur die Sterne drauf, sondern hier auch überall noch ein bisschen was vom Hintergrund. Also das starke Farbrauschen vom Hintergrund hat hier irgendwie der Star X Terminator als Sterne erkannt und nicht mehr als Hintergrund. Und das ist natürlich ein Problem, weil im Endeffekt, was ist passiert? Bei dem Sternebild eben, das war hier alles bläulich hier der Hintergrund und natürlich die Starless-Ebene ist dann alles grünlich geworden, weil natürlich diese blaue Farbe mit rübergezogen wurde zu dieser Sternenebene. So, wie kann man das ganze Problem umgehen oder beheben? Indem man, bevor man noch die Sterne entfernt, mal den Noise X Terminator drüber laufen lässt. Also wichtig ist, wenn man den Star X Terminator drüber laufen lässt, dass eben hier diese Sterne-Ebene wirklich sauber ist, dass da nur die Sterne drinnen sind und kein Hintergrund. Und falls doch, dann nochmal einen Schritt zurück, dass eben die Sterne wieder im Bild sind, dann den Noise X Terminator einmal drüber laufen lassen. Hier kann man da ruhig auch mal auf 0,8 gehen, wenn es halt schon so stark rauscht, und erst dann den Star X Terminator anwenden. Und dann hoffen, dass es halt geholfen hat. So, damit sind wir jetzt hier zunächst einmal mit dem RGB-Bild hier fertig. Das können wir sich jetzt hier mal ablegen. So, dann hier unsere Sterne dazu. So, und dann schauen wir sich jetzt hier noch unsere Luminanzebene an. Ja, und hier dann das gleiche im Prinzip. Zunächst einmal den Blur X Terminator drüber laufen lassen. Gehen wir hier vielleicht auch wieder auf 0,7. So, ziehen wir sich das hier mal rüber. Ach ja, wenn das Blur X Terminator zu langsam läuft, da gibt es ja auch schon ein Video von mir, nämlich das Video habe ich Turbo X Terminator genannt, wie man nämlich die X Terminator Tools von der GPU berechnen lassen kann. Und dann geht es gleich massiv viel schneller. Also je nach CPU und Grafikkarte kann es sogar sein, dass es 10 oder 20 mal so schnell geht. So, ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier Blur X Terminator. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Perfekt. Ja, und dann natürlich brauchen wir auch die ganzen grellen Sterne hier nicht in dieser Luminanzaufnahme. Das heißt, Star X Terminator und hier einmal drüber laufen lassen. Die Sterne vom Luminanz brauchen wir natürlich nicht, deshalb habe ich hier auch diese Häkchen nicht gesetzt, sondern wir wollen dann nur eine saubere, sternlose Version von dem Ganzen. Und voilà, weg sind die Sterne. Vorher, nachher. Es ist schon immer wieder beeindruckend. Richtig cool. Ja, ich sehe das jetzt hier auch zum ersten Mal gerade alles, weil ich habe es ja zu Beginn schon erwähnt, ich habe das Bild selber noch nicht bearbeitet vorher, sondern ich mache das jetzt hier auch tatsächlich alles mit euch hier zum ersten Mal jetzt bei diesem Objekt. So, dann natürlich hier auch noch den Noise X Terminator. Gehen wir hier auch wieder so auf ungefähr 0,6. Hier einmal rüber. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier unsere Luminanz. Okay. So.
So, damit haben wir jetzt hier unsere RGB-Sterne, unsere RGB-Starless und unsere Laminat. Das Ganze kann man jetzt, wenn man möchte, auch mal als Projekt zu speichern. Können wir hier mal unter NGC 2170 so abspeichern. Ja, und last but not least werden wir das Ganze hier noch strecken und dann abspeichern als 16-Bit-TIFF für Photoshop. Ja, fangen wir vielleicht gleich mal mit der RGB-Ebene hier an. Und zwar strecken werden wir das Ganze mit dem GHS. Ja, wie das GHS funktioniert, dazu gibt es auch schon ein Video von mir. Das findet ihr auch in meiner PixInsight-Playlist. Da könnt ihr euch ja das gerne nochmal anschauen. So, bevor wir jetzt hier das Ganze dann gleich strecken mit GHS, werden wir noch die Settings ein bisschen erhöhen, und zwar mit den Saturation. Ich resette jetzt hier diesen Prozess einmal. Und zwar könnt ihr jetzt hier, indem ihr hier mal das Ganze anfasst, könnt ihr hier quasi ein bisschen raufziehen, und ich gehe jetzt hier mal so auf 0,38. Also um diesen Wert wird jetzt quasi dann die Sättigung erhöht. Und ziehen wir sich das Ganze hier mal herüber. So, wenn das noch zu wenig ist, dann kann er das jetzt hier nochmal rüberziehen. Und jedes Mal rüberziehen quasi, wird eben der Prozess erneut ausgeführt und die Sättigung wird erhöht. Ich finde aber, dass die Sättigung jetzt hier so schon recht gut aussieht. Das lassen wir mal so. So, dann öffnen wir sich jetzt hier mal das GHS und dann fangen wir hier mal an, das Ganze zu strecken. Oh, da ist meine schöne Vorhängekammer. So, ich denke mal, ich habe jetzt hier rausgefunden, warum die Farben nicht so richtig gewollt haben beim Strecken. Ich bin jetzt hier wieder zurückgegangen, das heißt, das Bild liegt jetzt hier wieder in der linearen Form vor. Ja, mit der STF sieht es jetzt eben hier wieder so aus. Und das Problem, vermute ich jetzt einmal, ist bei dem GHS, wenn quasi hier zu viel Abstand ist zum eigentlichen Schwarzpunkt. Also wenn ich jetzt hier mal mit der Lupe hereinzoome und dann hier langsam rüber scrolle, dann seht ihr schon, dass das eigentliche Signal erst ziemlich spät kommt. Also alles, was quasi hier links davon ist, ist quasi unnützer Schwarzpunkt. Und ich empfehle euch jetzt, oder ich habe halt dann jetzt bessere Farben bekommen, wenn man hier einmal den Schwarzpunkt setzt. Das geht ja relativ einfach. Hier einmal auf Linear gehen, dann hier einmal klicken. Dann Send to PP und dann hier das Ganze einmal anwenden. So, jetzt sieht es zunächst einmal schwarz aus. Wenn ich es aber jetzt nochmal stretche mit der STF, dann sieht es eigentlich wieder ganz normal aus. Und jetzt haben wir quasi hier den Berg, den Datenberg ganz links im Histogramm, aber natürlich nichts links abgeschnitten, also ist nichts passiert. Und jetzt funktioniert dann auch gleich das Stretchen besser, dass wir auch ein bisschen mehr Farbe hier im Bild noch haben. So, dann resetten wir sich das Ganze hier nochmal und dann hier das Spiel nochmal von vorne. So. So, jetzt geht es deutlich besser, finde ich. Jetzt haben wir hier auch wunderschöne Farben drinnen, ist sogar schon fast zu viel. Können wir vielleicht hier noch ein bisschen reduzieren, vielleicht ungefähr so. So ungefähr, ja. So, weiter würde ich es jetzt erst einmal nicht stretchen, hier auf Apply. So, dann hier auf Reset und dann werden wir hier nochmal den Schwarzpunkt setzen. So, nochmal resetten. Und dann sagen wir hier. Ja, wie gesagt, wer das jetzt im Detail alles genau wissen will, wie das geht mit GHS, dem empfehle ich tatsächlich mein Videotutorial zu GHS. Da mache ich das dann ein bisschen langsamer. So, ja, sieht ja schon bombastisch aus, würde ich sagen. Also richtig genial.
Ja, weiter würde ich es auch gar nicht stretchen. Schauen wir mal, was er hier macht. Ja, also hier würde ich es dann nicht mehr übertreiben mit den Farben, sonst ist das Ganze ja schon fast übersättigt. Okay. So, damit haben wir jetzt hier unsere RGB-Stales-Ebene. So, dann speichern wir sich das hier gleich mal. Save as. Und zwar nennen wir das jetzt hier einfach mal RGB-Stales. Und jetzt hier wichtig, nicht als FITS speichern, sondern als TIFF. Weil mit dieser Datei werden wir dann im Photoshop weiterarbeiten. So, hier 16-Bit. Und okay. So, dann öffnen wir sich die Sterne. Hier auch wieder GHS. Hier den Stretch wieder rausnehmen. Live-Bild. Hier auf 10. Und dann ziehen wir sich jetzt hier mal die Sterne ein bisschen rauf. Ja, ungefähr so. Also das ist natürlich jetzt hier der Vorteil, wenn man die Starless-Ebene und die Sterne-Ebene separat streckt, weil hier hat man natürlich jetzt die volle Kontrolle über quasi beide Bereiche. Das heißt, die Starless-Ebene vorhin mit dem ganzen Staub drauf kann ich halt in bestimmten Bereichen stärker strecken, damit eben auch diese lichtschwachen Bereiche besser zum Vorschein kommen, und umgekehrt die Sterne kann ich jetzt hier so strecken, dass eben hier die Sterne nicht irgendwie aufgebläht oder einfach halt zu groß werden, sondern halt schön dezent bleiben. Jetzt schauen wir sich vielleicht hier mal noch die Farben an. Hier kann man ja auch mal auf Color hier stellen. Ja, würde ich schon machen, weil ihr seht schon, dann hat man hier auch wesentlich schönere Farben hier bei den Sternen. Aber eben nicht so stark strecken. Und hier von der Local Intensity, also der zweite Ding hier, würde ich hier ziemlich weit raufziehen, weil ihr seht schon, wenn ich hier weiter runter gehe, dann ist das Zentrum von den Sternen heller, und wenn ich ganz rüberziehe, dann wird es ein bisschen kleiner, und dafür aber quasi so ein leichtes Halo um die Sterne rundherum sieht man speziell hier ein bisschen, und dadurch quasi fügen sich dann später auch diese Sterne wieder sauberer in das eigentliche Bild ein. Also hier kann man ruhig auf 15 raufziehen. Ja, und hier dann eben noch die Stretching Stärke. Ja, so ungefähr. Ich habe hier eben zwischen 5 und 6, also 5,7. So, Apply. So, und damit haben wir jetzt hier unsere Sterne. Also auch das jetzt hier wieder, Save As, RGB Stars, wieder unter TIFF und speichern, 16-Bit TIFF, okay, passt so. Und zu guter Letzt jetzt hier noch unsere Luminanzlinie, müssen wir jetzt hier auch noch strecken. Ja, das ist eben wirklich der Vorteil hier von GHS. Also ihr seht schon, hier zum Beispiel würden nur diese helleren Bereiche stärker gestreckt werden, was man natürlich nicht unbedingt will, sondern man will natürlich diese ganz lichtschwachen Nebelchen und Details, also die will man ja richtig stark strecken, und das kann man jetzt hier wunderbar so einstellen. Also strecken bis zum Abwinken. Ihr seht's. Ohne dass natürlich hier diese Bereiche überbelichtet werden. Man kann sich auch hier mal sowas rausholen. Also ihr seht schon, da ist nichts ausgebrannt oder so. Absolut perfekt. So, übernehmen wir das Ganze hier. Resetten, dann machen wir nochmal den Schwarzpunkt. Setzen wir hier nochmal. So.
Und dann können wir ja vielleicht hier nochmal einen ganz leichten Stretch hier machen. Vielleicht so nochmal. Ja, also ist schon richtig genial, was hier alles rauskommt. Und das eigentlich doch noch bei der moderaten Belichtungszeit. Weil eigentlich wollte ich ja bei dem Objekt mindestens die doppelte Belichtungszeit sammeln. Und letztes Jahr kann ich mich noch dran erinnern, da hat man irgendwie 6, 7, 8 Nächte in Folge klaren Himmel im Frühjahr. Und dieses Jahr eigentlich gar nichts. Also deshalb habe ich es leider nicht geschafft, hier mehr Belichtungszeit zu sammeln. So. Ich würde jetzt mal sagen, das können wir jetzt hier mal so gut sein lassen. Das sieht eh schon richtig genial aus. Passt, dann speichern wir das hier noch ab. Luminanz, und Tief. So, Lum Tief speichern. 16 Bit. So, und das ganze Projekt speichern wir jetzt auch noch mal ab. Jawohl. Und dann sehen wir sich in Photoshop gleich wieder. Ja, damit habe ich hier schon mal unsere drei TIFF-Bilder in Photoshop geöffnet. So, und als erstes werden wir jetzt hier von dem RGB-Bild den Grünstich entfernen. Dafür mache ich mal mit Ctrl und J hier eine neue Ebene und gehe dann hier auf Filter, auf HLVG, also Hasta la Vista Green, und hier Strong, okay. Dann ist noch wichtig, dass man hier beim Verrechnungsmodus auf Farbe umstellt. Also hier muss Farbe stehen und von der Deckkraft her würde ich hier immer so auf 70 bis 80% zurückgehen. Also nicht zu viel, weil ihr seht schon, also so ist es ein bisschen grünstichig, aber wenn man es jetzt hier auf 100 gehen würde, finde ich, wird schon fast ein bisschen zu wenig grünlastig. Also da ist fast ein bisschen zu viel Grün weg. Also hier einfach mit der Deckkraft so auf 75% heruntergehen und dann sollte es eigentlich ganz gut passen. So, diese Ebene, Doppelklick können wir HLVG nennen, dann wissen wir auch noch, was wir hier gemacht haben. So, als nächstes werden wir jetzt hier unsere Luminanzebene noch ein bisschen aufpimpen. Und zwar werden wir hier noch so ein bisschen die Kontraste verstärken. Dafür nehme ich immer ganz gerne die Photoshop-Aktion Lokal Kontrast Enhancement. Diese findet ihr bei den Astronomy Tools. Dafür zunächst einmal mit Ctrl und J eine neue Ebene hier erstellen und dann eben hier auf dieser Ebene diese Photoshop-Aktion hier anwenden. So, jetzt haben wir hier diesen Vorher-Nachher. Ja, und ich würde diese Aktion nie aufs gesamte Bild anwenden, sondern immer nur hier an diesen Stellen, wo man halt diese speziellen Details und Strukturen ein bisschen hervorheben möchte. Das heißt, mit gedrückter Alt-Taste hier unten auf dieses Symbol hier klicken. Dann haben wir jetzt hier eine schwarze Maske erstellt. Das heißt, der Effekt ist jetzt hier erst einmal wieder rückgängig gemacht worden oder ausgeblendet. Dann nehmen wir jetzt hier einen Pinsel. Ja, ungefähr so 30-40% Deckkraft. Mit der rechten Maustaste könnt ihr jetzt hier noch die Härte vom Pinsel einstellen, hier die Größe. Und dann malen wir uns jetzt hier diesen Effekt an den Bereichen, wo wir halt den gerne haben möchten, wieder zurück. Ich habe ja vorher schon ein paar Mal hin und her geblinkt. Da habe ich quasi schon gesehen, wo der Effekt recht gut rüberkommt. Und da habe ich mir halt schon die Stellen gemerkt, da wo ich jetzt so drüber male. Also ihr seht jetzt hier, das haben wir jetzt hier drauf gemalt. Und genau an diesen Stellen haben wir jetzt hier den Effekt zurückbekommen. Ja, dann können wir hier auch noch meine Hochpass-Schärfen-Photoshop-Aktion anwenden. Ich verlinke euch diese ganzen Sachen übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Also dann braucht es nicht lange herumsuchen, wo ihr euch eben das Ganze herunterladen bzw. kaufen könnt. So, führen wir das hier mal aus.
Ja, auch bei dieser Aktion ist es wieder so, niemals aufs gesamte Bild anwenden, sondern wieder nur selektiv, hier wieder mit gedrückter Alt-Taste eine schwarze Maske hier erstellen und dann malen wir sich den Effekt wieder hier in diesen Bereichen ein bisschen zurück, also nur ganz dezent. Und es ist natürlich immer so, je heller ein Bereich ist, desto besser ist das Signal-Rausch-Verhältnis und desto stärker darf man natürlich auch schärfen. So, hier malen wir es wieder ein bisschen zurück. So, haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher. Ja, gerade da oben sieht man es ganz gut. Ups. Hier. Vorher-Nachher, ja. Macht sich schon ganz gut, glaube ich. Auch hier mal in dem Bereich. Vorher, nachher. Passt. Ja, dann fassen wir mal die ganzen Ebenen hier mit Shift, Ctrl, Alt und E zusammen auf Ebene 2. Und dann werden wir jetzt hier aber nochmal den Noise X Terminator drüber laufen lassen. So, hier wieder auf so 24, 25. Und beim Entrauschen gehen wir hier mal auf 60. So, zoomen wir mal ein bisschen rein. Ja, hat ihm schon noch mal ganz gut getan, gerade hier beim Hintergrund. Hier hat er doch noch ziemlich gerauscht. Ja, perfekt. So, diese Ebene 2, die wählen wir jetzt mit Ctrl und A aus. Mit Ctrl und C in die Zwischenablage, dann gehen wir hier auf unsere RGB-Ebene herüber. Mit Ctrl und V fügen wir das jetzt hier mal ein. Und hier beim Verrechnungsmodus stellen wir auf Luminant. So, das wirkt jetzt hier schon mal bombastisch. Wem das jetzt hier zu viel ist, Deckkraft ein bisschen reduzieren. Ist natürlich immer Geschmackssache. So, die können wir jetzt hier auch mal auf Lum benennen, damit wir auch noch wissen, was was ist. Ja, und damit wir jetzt hier gleich mal ein bisschen einen besseren Bildeindruck durch die Sterne bekommen, würde ich mal sagen, holen wir sich jetzt hier auch gleich mal die Sterne hier ins Bild. Aber hier haben wir jetzt in dem Fall die Sterne noch nicht vom Grundstich befreit. Das würde ich auch noch machen. Und zwar hier wieder mit Ctrl und J eine neue Ebene erstellen. Dann hier wieder mit Filter, HLVG, Strong, okay. Das hier wieder auf Farbe stellen und dann hier die Deckkraft wieder ein bisschen runternehmen. So, dann mit Shift, Ctrl, Alt und E wieder einmal raufkopieren, also die zusammengefasste Ebene und dann wieder mit Ctrl A auswählen, Ctrl C in die Zwischenablage. So, und hier rüber unsere Sterne und die dann auf negativ multiplizieren stellen. So, und voilà, hier sind unsere Sterne. Dann benennen wir die Ebene hier noch mit Sterne. Ja, im nächsten Schritt würde ich jetzt hier mal den Schwarzpunkt vom Hintergrund setzen und blendet man sich dazu jetzt hier nochmal die Sterne aus, dann gehen wir hier auf diese Ebene von der Luminanz und dann sagen wir hier die Einstellungsebene Schwellenwert. Und ziehen wir sich hier mal das so rüber, bis dass die ersten Pixeln quasi anzeigen, da wo halt quasi die dunkelsten Pixeln sind. Das ist jetzt zum einen mal hier in dem Bereich und auch hier. Das heißt hier mit der Farbaufnahme-Pipette, ja vielleicht Durchschnitt 11x11 Pixeln, setzen wir hier mal einen, dann setzen wir hier mal einen und hier noch. So, dann können wir die Einstellungsebene hier wieder löschen. Ja, wobei der ist jetzt hier schon fast ein bisschen zu klein hier, der Bereich. Da bin ich mir nicht sicher, ob das... Ja, den einen werden wir löschen. Ja, reichen eh die zwei hier. Also hier haben wir gesagt, das sieht eh ganz gut aus soweit. Und ja, hier, das passt auch. Okay, und dann versuche ich immer, dass ich die RGB-Werte ungefähr so bei 15 bis 20 einstelle. Ja, und dafür gehen wir jetzt hier wieder auf diese Einstellungsebenen herein und dann hier auf Tonwertkorrektur
und dann ziehen wir sich hier mal den Regler ein bisschen rüber. Ja, was man vielleicht auch noch gleich machen könnte, ist hier ein Ausschnitt erstellen, weil wir haben jetzt eh schon Luminanzen, Sterne drinnen, das heißt, wir brauchen jetzt eh die Registrierung nicht mehr von den einzelnen Bilddaten. Also können wir hier mit diesem Auswahlwerkzeug schon mal einen Rahmen hier aufziehen, sagen wir vielleicht mal so, dann auf Bild freistellen, Auswahl aufheben, so, und dann ziehen wir sich jetzt hier das ein bisschen rauf. So, jetzt haben wir hier schon mal 15, ja, man sieht beim 2er haben wir jetzt hier schon mal 15. Also der 2 ist da unten und blau dürfte ein bisschen dominant sein, das heißt, ich gehe jetzt hier noch auf blau und schauen wir hier noch, gehen wir mal auf 2, ja, jetzt haben wir hier 19, 17, 18 beim 1er, ziehen wir sich mal hier rüber. Es ist natürlich nicht ganz so einfach jetzt hier in dem Fall, weil natürlich haben wir hier so, hier sind wir schon auf 9 zum Beispiel. Und wenn ich mal Durchschnitt von 5 mal 5 Pixel nehme, geht es sogar schon auf 4 runter. Ja, also man darf es jetzt hier nicht übertreiben mit dem Schwarzpunkt. Aber wir müssen halt schauen, dass wir ungefähr das halbwegs neutral hinbekommen. Und wichtig natürlich, dass wir nichts unten irgendwo abschneiden, also nicht zu weit hier den Schwarzpunkt draufziehen, dass eben hier keine Bildinformationen verloren gehen. Ja, viele Stellen gibt es halt nicht in dem Bild, wo halt wirklich nur Hintergrund vorhanden ist. Und deshalb ist natürlich das auch hier entsprechend schwierig. Also wenn ihr jetzt eine Galaxie fotografiert, ist das natürlich bei weitem einfacher. So, ich würde es jetzt aber trotzdem mal so lassen. Ich glaube, so ist es eh ziemlich ausgewogen. Also ihr seht, hier beim 3er, also das hier dürfte generell so ein Bereich sein, wo vielleicht noch am ehesten Hintergrund vorhanden ist. Da bin ich jetzt hier bei 22, 24, 24. Ja, hier ist halt Dunkelnebel vorhanden. Hier bin ich bei 6, 13, 18. Der ist halt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen bläulich, die Stelle. Deshalb hier bei blau 18. Dann habe ich hier noch bei 2, habe ich hier 23, 20, 20. Also hier quasi bin ich wieder eher ein bisschen rotstichig gegenüber von hier. Aber wenn man jetzt die beiden zusammentut, sage ich jetzt mal, müsste so einigermaßen neutral sein. So, dann blendet man sich hier die Sterne wieder ein. Und ja, im Prinzip viel braucht man da jetzt, glaube ich, eh nicht mehr machen. Vielleicht noch so ein bisschen die Feinabstimmung hier. Man kann natürlich jetzt hier die Deckkraft vom Luminanzfilter noch ein bisschen reduzieren, wenn das jetzt doch ein bisschen zu viel ist. Ja, ich finde es auch schon fast grenzwertig viel. Auf der einen Seite natürlich ist man natürlich stolz, wenn man viel Belichtungszeit gesammelt hat vom Luminanzfilter, und auch diese ganz lichtschwachen Bereiche möchte man natürlich verstärkt zeigen. Aber es soll halt irgendwie auch nicht aufdringlich wirken. Also ich denke mal, am besten ist vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen. Habe ich jetzt nämlich noch nicht gemacht. Also ich nehme jetzt das quasi hier eben live auf, und vielleicht denke ich ja dann morgen schon wieder ein bisschen anders. Aber ich würde vielleicht momentan so auf 85% Deckkraft machen. Ja, was wir auf jeden Fall noch machen können, ist die Sterne. Können wir noch ein bisschen stärker sättigen. Dazu ihr hier eben oben auf diese Ebene klicken, dann hier eine Dynamikebene reingeben, hier eine Schnittmaske erstellen, dass quasi diese Einstellung nur auf diese Sterne hier wirkt, und dann mal mit Absicht auf 100% stellen, ein bisschen reinzoomen, dass man die Sterne ein bisschen besser sieht, und dann doch wieder ein bisschen zurück. Ja, vielleicht so. Vielleicht die Dynamik noch ein bisschen raufziehen. Ja, ungefähr so. Also so 22 und 30 habe ich jetzt hier. Passt.
Ja, verkleinern müssten wir jetzt die Sterne eh nicht mehr. Die sind ja eh schon perfekt, so auch der große da oben ohne weiteres zutun. Wem die doch noch zu groß sind, der kann hier zum Beispiel mal eine Helligkeit-Kontrastebene hier reingeben, hier wieder eine Schnittmaske erstellen und dann einfach die Helligkeit runterziehen. Ja, ihr seht, dann werden halt die Sterne noch ein bisschen gedimmt. Damit sich die ein bisschen besser ins Bild einfügen, würde ich beim Kontrast das nicht nach rechts ziehen, weil da sehen die dann so reingeklebt aus, sondern sogar eher ein bisschen nach links ziehen, sodass quasi das ein bisschen mehr so ins Bild reinläuft, die Sterne. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich hier meine. Ungefähr so. Ja. Ja, und wem die Farben jetzt vom Hintergrund noch zu schwach sind, beziehungsweise vom eigentlichen Deep Sky Objekt, der kann dann eben hier unter dieser Sternenebene das gleiche machen, hier wieder eine Dynamikebene und dann eben hier raufziehen. Also so wäre es natürlich viel zu viel. Dynamik ein bisschen raufziehen. Ja, und das ist natürlich jetzt hier auch der Vorteil, weil man eben hier die Sterne mit dem Hintergrund getrennt hat. Und dadurch kann man halt die beiden immer separat bearbeiten. Und man braucht sich nie Gedanken machen, wenn man zum Beispiel hier irgendwas bearbeitet, dass dann die Sterne wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das finde ich schon für einen Riesenvorteil. Das heißt, alles, was ihr immer hier bearbeitet, blendet euch die Sterne immer aus und schaut immer, dass ihr immer nur unterhalb dieser Sternenlinie hier quasi was bearbeitet und dass die Sterne wirklich immer extra bleiben. Also nie zusammenfügen diese Ebenen, sondern immer separat halten. So, unter Speichern unter können wir sich jetzt hier das Bild dann auch noch abspeichern mit diesen ganzen Ebenen. Und zwar speichere ich mir das Ganze immer als Photoshop-Datei ab und Dateiname benenne ich dann immer so, wie halt das Objekt heißt, in dem Fall NGC 2170. Ja, und die Bilddaten hebe ich mir jetzt immer nur die auf. Also die hier würde ich mal löschen, das TIFF-Datei, das waren halt Zwischenergebnisse. Ich würde auch die RGB Underline GR, also die gradientenbefreite Version löschen. Aufheben tue ich mir eigentlich immer nur, also auch die normale RGB-Ebene würde ich löschen. Aufheben werde ich mir nur die RGB-Bilder, also die Rotsummen-Stacks von den RGB-Aufnahmen. Die kann ich ja dann auch jederzeit wieder mit wenigen Klicks zusammenfügen zu einer RGB-Aufnahme. Dann hebe ich mir immer auf die Luminanz, quasi die noch ohne Gradientenentfernung ist und dann auch die gradientenbefreite Luminanz. Also diese Bilddaten speichere ich mir dann. Und so archiviere ich mir das Ganze dann. Ja, damit hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen und dass das auch alles so einigermaßen nachvollziehbar war. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video weiterempfehlt. Teilt es gerne in den Foren oder sonst wo oder unter euren Freunden, wenn ihr bei einem Astronomieverein dabei seid. Macht auf meinen YouTube-Kanal aufmerksam. Würde mich natürlich freuen über neue Abonnenten. Und ja. Recht viel mehr wollte ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Dann freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, Clear Skies und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.